Schaff darauf, deine Sachen zu tauschen? Dann auf zu Exila! Egal ob Filme, Bücher, Games oder Musikartikel, hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Exila, tauschen statt kaufen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Mr. Sweepys Filmstübchen. In der heutigen Folge möchte ich über Rush, alles für den Sieg, sprechen. Ein Film von Ron Howard, auch gar nicht so alt, ich glaube 2012, 13, so um den Dreh rum. Und in diesem Film geht es um die Rivalität oder auch die Freundschaft zwischen James Hunt und Niki Lauda. Er spielt hauptsächlich 1976, als das große Rennen war, halt, also die große Meisterschaft, in der Niki Lauda seinen Unfall hatte. Aber wie immer möchte ich zuerst zu den technischen Details kommen. Der Film geht 123 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und warum ich mir diesen Film für heute ausgesucht habe, ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein Film, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe damals nicht groß mitgekriegt, dass der veröffentlicht wurde. Und ja, im Kino habe ich ihn nicht mitgekriegt. Ich habe ihn dann später billig rumliegen sehen, dachte mir, ach, für den Preis nehme ich den mal mit. Und wow, ich bin ja überhaupt kein Sportfan, aber dieser Film hat mich richtig begeistert. Wie gesagt, kommen wir zuerst mal zu der Story. Hier geht es also um Niki Lauda, gespielt von Daniel Brühl, und James Hunt, der wiederum von Chris Hemsworth verkörpert wird. Das Ganze sieht man so aus der Perspektive von Niki Lauda. Er erzählt, ja, wie er eben James Hunt getroffen hat. Es fängt alles an in der Formel 3, als sie sich das erste Mal begegnet sind. Dann steigt ja Niki Lauda in die Formel 1 ein, er kauft sich dort ein, landet dann später bei Ferrari und James Hunt zieht hinten nach und landet dann später bei McLaren. Diese zwei duellieren sich dann bis aufs Blut und sind halt richtige Rivalen, die sich aber gleichzeitig auch schätzen. 1976 war dann eine große Weltmeisterschaft und ja, an einem Rennen am Nürburger Ring geschah es dann, Niki Lauda verunglückte, nicht tödlich, aber es war ein sehr heftiger Unfall, den er da erlitt mit seiner Rennmaschine, und alles hängt sich dann so ein bisschen an diesem Punkt auf. Also es geht hauptsächlich um diesen Unfall und wie Niki Lauda dann wieder zurück auf die Rennstrecke findet und wie James Hunt versucht, trotz allem Niki Lauda noch zu schlagen, obwohl Niki Lauda eben gerade zwei Rennen ausfallen musste, weil er im Krankenhaus lag. Und es geht einfach eben um diese gewisse Rivalität, die sie da haben, und eben insgesamt um das Zeitfenster in 1976. Und das ist durchaus sehr, sehr spannend gemacht, muss ich sagen. Also technisch gesehen ist der Film sehr, sehr gut. Es ist wahnsinnig, man sieht teilweise so die Zylinder und die Kolben der verschiedenen Rennmaschinen. Die wurden sehr, sehr cool dargestellt. Die Rennen sind wahnsinnig cool. Die Kamera ist immer sehr, sehr nah am Geschehen, so dass dieser Film eine sehr starke Dynamik entwickelt. Und die Stunts sind cool, die Effekte sind cool, die Explosionen. Der Film ist einfach sehr, sehr schnell. Und dann haben wir natürlich einfach zwei hervorragende Schauspieler. Chris Hemsworth brilliert hier sozusagen als James Hunt. Es ist der Wahnsinn. Also er spielt den Junggesellen, der einfach des Lebens froh ist, sage ich mal. Er spielt ihn fantastisch. Fahrer ist verletzt. Er kommt gleich rein. Hallo. Ich glaube, die Rennleitung hat angerufen und mein Kommen angekündigt. Und ja, der Gegenpart von Daniel Brühl ist dann tatsächlich noch besser. Ich hätte nicht gedacht, dass Daniel Brühl in diesem Film dermaßen brilliert. Das ist der absolute Wahnsinn für einen deutschen Schauspieler. Er spielt halt den Niki Lauda. Er hat vorher viel mit Niki Lauda geredet, um ihn wirklich imitieren zu können, um so zu reden wie er. Niki Lauda
oder besser gesagt, ich meine jetzt Daniel Brühl zu hören mit diesem österreichischen Akzent, das ist einfach wunderbar. Ich finde seine Gestikulierungen, seine Art, wie er spricht und einfach wie er ihn verkörpert, wie er ihn darstellt, das kommt dem echten Niki Lauda sehr, sehr nahe. Wir haben es nicht eilig, ich werde nicht bezahlt und mir winkt doch keine Belohnung. Also warum sollte ich schnell fahren? Und die Story, die hat halt auch diese gewisse Dramaturgie. Man muss also bei diesem Film dabei bedenken, es ist keine Dokumentation oder so. Es ist wirklich ein Spielfilm. Also die Story ist auch hier sehr dramaturgisch, sehr stark. Es wird teilweise natürlich ein bisschen über die Stränge geschlagen bei der Unfallszene oder bei der Rivalität. Die ist natürlich noch ein bisschen krasser, noch ein bisschen stärker. Also für Fans von der Formel 1, die sollten hier einfach auch einen Schritt zurücktreten. Es ist ein wahnsinnig genialer Film über diese Sportart, den auch mich begeistert hat. Also so, ja, einfach die Anfänge der Formel 1 und der Formel 3 und so, wie es halt ein bisschen früher war, ne, als die Sicherheit noch nicht so groß war, als wirklich, ich will nicht sagen, heute ist es ja auch noch ein Kampf ums Überleben, aber dazumals war es halt trotzdem noch gefährlicher. Das bringt einem den Rennsport wirklich ziemlich nahe, das Ganze, und eben Fans von diesem ganzen Zeug, die müssen einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, teilweise stimmt der zeitliche Ablauf nicht ganz, aber insgesamt haben wir trotzdem ein schönes Porträt von James Hunt und Niki Lauda hier, und die sich eben zusammen, Chris Hemsworth und Daniel Brühl, zusammen auf der Leinwand ist wirklich, oder halt auch auf der Kinoleinwand, aber das ist jetzt eher nicht mehr möglich, aber ich meine auf dem TV halt, in diesem Fall zu sehen, ist sehr, sehr schön. Sie spielen sich praktisch gegenseitig aus, also es ist wahnsinnig, die schauspielerischen Leistungen. Aber auch Olivia Wilde, und jetzt muss ich kurz spicken, Leute. Wie hieß sie nochmal? Alexandra Maria Laura oder Lara, sind hier sehr, sehr gut schauspielerisch. Sie verkörpern halt die Frauen der beiden Männer. Und auch hier sieht man einfach, dass diese Männer zwar irgendwie verrückt sind und sehr für diesen Rennsport leben, aber sie auch ihre Frauen halt brauchen, die im Hintergrund stehen und sie unterstützen und sich sorgen. Und auch das wird sehr, sehr gut gespielt. Musik haben wir hier von Hans Zimmer. Ich glaube, dieser Mann kann einfach keine schlechte Musik produzieren. Auch hier ist die Musik nochmal eine treibende Kraft für den ganzen Film. Und feuert einfach nochmal den Film mehr an, also die Szenen werden nochmal dynamischer, nochmal actiongeladener, und sie passt einfach wirklich in jede Szene dazu. Wie gesagt, der Film ist für Rennsportfans eigentlich schon etwas, weil vergleichbar, eben, wenn man jetzt mal fernab was sucht von einer Dokumentation, also in Richtung Spielfilm, dann ist The Rush schon ein Film, der ein bisschen einzigartiger ist, weil Sportfilme, da gibt es halt einfach nicht so viele, sage ich mal, gute halt, und da ist Rush gerade in dieser Szene, in dieser Formel 1 Szene, sowieso ein bisschen einzigartiger, weil da gibt es noch viel weniger. Aber auch Leuten, die überhaupt nichts mit Sport anfangen können, ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nichts mit Sport anfangen, aber wer auf ein gut geschriebenes Drama steht und auf einen Film, in der es einfach um eine Freundschaft geht zwischen zwei wirklich großen Rivalen, das ist einfach eine klasse Story, ein klasse Drama, und auch für diese Leute ist dieser Film sehr, sehr gut, würde ich mal meinen. Und ich möchte jetzt zu meiner insgesamten Bewertung kommen. Storymäßig, es ist halt vorgegeben, das muss man halt sagen. Es ist natürlich, das alles ist natürlich passiert, und man hatte natürlich gewisse Richtlinien, wo man sich dran halten musste, deshalb kriegt die Story von mir 8 von 10 Punkten, weil es wird sehr, sehr schön dargestellt, die Story, und auch die Charaktere fesseln hier sehr stark, die Dialoge sind sehr, sehr gut gesetzt, gerade die Wortgefechte zwischen Hunt und Lauda sind spannend in Szene gesetzt, und technisch würde ich mal sagen, ist der Film auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Hier würde ich 9 von 10 Punkten vergeben. Die Kamera, die immer nah am Geschehen ist, die reißt einen wirklich mit.
Die Effekte sind gut. Szenenbildnerisch ist es toll. Also das ganze Rennen am Nürburgring im Regen, das sieht einfach fantastisch aus. Und auch der Unfall von Niki Lauda und alles wurde wirklich schön in Szene gesetzt. Da kann man einfach nicht meckern. Deshalb 9 von 10 Punkten hier, schauspielerisch ganz klar 10 von 10 Punkten. Es sind wirklich durch die Bank weg, sind alle sehr, sehr gut, aber dominiert wird das Ganze natürlich von Chris Hemsworth und von Daniel Brühl. Seht ihr, ich finde Daniel Brühl bereits so klasse als Niki Lauda, dass ich selbst zu ihm schon Niki Lauda sage. Nee, Daniel Brühl hat hier insgesamt alle an die Wand gespielt und es war einfach eine fantastische Leistung von ihm, das muss man wirklich klar sagen. Deshalb 10 von 10 Punkten in diesem Aspekt und die Musik. Was soll man sagen? Es ist Hans Zimmer und Hans Zimmer findet halt einfach immer die richtigen Töne. Deshalb auch hier 10 von 10 Punkten. Insgesamt würde ich dem Film 9 von 10 Punkten geben, weil es gibt so 2-3 Szenen, da ist ein bisschen zu viel Drama. Man hätte da noch ein bisschen zurücknehmen können. Es ist eben immer noch ein Spielfilm und ja, und keine Dokumentation. Ich beziehe mich natürlich wieder auf diese Blu-ray hier, deshalb auch hier Bonusmaterial haben wir hier 2 Stunden drauf, also wir haben verschiedene Interviews, wir haben ein paar Features mit, ein bisschen, wie wurde das Licht gemacht und die Kameraeinstellungen und so Zeugs. Wir haben auch ein paar rausgeschnittene Szenen und so weiter, also auch 2 Stunden sind hier vollkommen in Ordnung, das ist viel mehr als zum Beispiel bei Fight Club und da kann man echt zufrieden sein. Also, Rush von Ron Howard, Rush, alles für den Sieg, ne, war glaube ich der deutsche Titel, weil hier steht jetzt zum Beispiel auch nur der englische Titel, weil der hatte noch so einen Nebentitel, aber ist egal. Auf jeden Fall Rush, schaut ihn euch an, es ist wirklich ein hervorragender Film, der macht einfach Spaß. Es hat auch ein bisschen Popcorn-Kino, aber ist wirklich, wirklich fesselnd. Und Rush und weitere Filme findet ihr auf exila.ch. Schaut doch da mal vorbei. Und damit bin ich eigentlich für die heutige Folge auch schon wieder raus. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao. Je näher du dem Tod bist, desto lebendiger fühlst du dich. Du bist doch James. Ja. Wer ist das? Das ist Niki Lauda. Ferrari hat ihn unter Vertrag. Diesen Nobody? Sie schleichen ja genauso wie mein Großvater. Warum sollte ich schnell fahren? Weil ich Sie darum bitte. Das ist ein unglaublicher Kampf zwischen diesen beiden Spitzenfahrern. Beim nächsten Rennen habe ich dich. Vergiss es, du tanzt auf zu vielen Partys. Dafür lieben dich alle. Schnelligkeit allein macht dich nicht zum Weltmeister. Du musst fest daran glauben. Ich kann ihn schlagen, glaub mir das. Er fährt konstant von Rennen zu Rennen. Riskiert er auch sein Leben, wenn es wirklich drauf ankommt? Willkommen zum wichtigsten Rennen des Jahres. Lass es sein! Ich fühle mich verantwortlich für das Geschehene. Wenn ich sehe, wie du Rennen gewinnst, während ich um mein Leben kämpfe, dann bist du auch für meine Rückkehr in die Formel 1 verantwortlich. 42 Tage nach dem furchtbaren Crash ist Niki Lauda heute wieder am Start. Stärker als die Angst vor dem Tod ist der Wille zum Sieg. Schafft darauf, deine Sachen zu tauschen? Dann auf zu Exila. Egal ob Filme, Bücher, Games oder Musikartikel, hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Exila, tauschen statt kaufen.